Deutschlandfunk Kalenderblatt. 11. November 1895. Heute vor 125 Jahren starb Gustav Langenscheid. Hören Sie über den Verlagsgründer einen Beitrag von Alfred Schmitz. Es ist ein wahrhaft peinliches Gefühl, unter Menschen nicht Mensch sein und seine Gedanken austauschen zu können. Notiert Gustav Langenscheid enttäuscht in sein Tagebuch. Nach einer Kaufmannslehre befindet sich der junge Mann aus Berlin zwischen 1851 und 1853 per Pedes und Postkutsche auf einer Bildungsreise durch Europa. Doch wegen unzureichender Fremdsprachenkenntnisse kommt er den Menschen, denen er begegnet, nicht näher. Zurück in Berlin nimmt er Kontakt mit dem Sprachlehrer Charles Toussaint auf. Mit ihm tüftelt Langenscheid an einer Methode, die es Erwachsenen auf einfache Art ermöglichen soll, Französisch im Eigenstudium zu erlernen. Dazu Maria Ebert, Autorin einer Langenscheid Unternehmensbiographie. Der Toussaint hat eben den Französisch-Part eingebracht, ohne den wäre das mit Sicherheit nicht möglich gewesen. Das war ein Muttersprachler, der wurde in Nancy geboren. Gemeinsam entwickeln die beiden die Methode Toussaint-Langenscheid, bei der aktives Sprachtraining wichtiger ist als grammatikalische Regeln. Das Problem der korrekten Aussprache lösen sie durch eine leicht verständliche Lautschrift. Der Gustav Langenscheid war sehr musikalisch, hat auch selber später nebenbei komponiert und er hat die Notenschrift als Basis genommen für seine Lautschrift. Die perfekt ausgeklügelte Lautschrift bleibt im deutschsprachigen Raum über 100 Jahre wichtige Grundlage beim Erlernen fremder Sprachen und wird erst Ende des 20. Jahrhunderts durch das internationale phonetische Alphabet ersetzt. Um eine möglichst breite Käuferschicht für seinen Sprachkurs zu gewinnen, plant Langenscheid ihn als Sammlungloser Blätter auf den Markt zu bringen, die man nach und nach günstig erwerben kann. Dann hat er versucht, einen Verlag zu finden, war bei den großen Verlagen in Berlin, unter anderem auch bei der Nikolaischen, hat aber keinen Verleger gefunden. Und dann hat er sich überlegt, dann gründe ich eben meinen eigenen Verlag. Das hat er dann 1856 auch getan. Sein selbstverlegter, brieflicher Sprach- und Sprechunterricht für das Selbststudium der französischen Sprache wird zum Renner. Bald folgen Ausgaben in Englisch, Latein, Altgriechisch, Italienisch, Spanisch. Der Clou an dem Selbststudium ist, dass die Sprachschüler ihren Wissensstand zu Hause mit Hilfe von Schablonen selbst überprüfen können. Am Schluss gab es einen Test und äh, wenn man den bestanden hatte, dann hat man ein grafisch außerordentlich schön gestaltetes Diplom erhalten. Auch beim Firmenlogo setzt Gustav Langenscheid auf opulente Grafik. Eine Weltkugel und drei miteinander verbundene Hände, die Deutschland, Frankreich und England symbolisieren, sollen deutlich machen, wie wichtig das Erlernen von Sprachen für die Völkerverständigung ist. Unter der Zeichnung der markante Großbuchstabe L und ein Spruchband mit Langenscheids persönlichem Motto: Ohn Fleiß kein Preis. Das war ein extrem disziplinierter Mensch. Der ist zum Beispiel jeden Morgen um 2 Uhr aufgestanden, arbeitete dann bis 9 Uhr und dann wieder von 14 bis 21 Uhr. Dadurch ergab sich so ein Turnus von jeweils sieben Stunden Arbeit und 5 Stunden Schlaf- bzw. Mußezeit. Langenscheidt macht mit seinen Publikationen nicht nur viel Geld. Der Autodidakt erlangt auch in wissenschaftlichen Kreisen einen guten Ruf. 1874 wird der Verleger zum Professor Ehrenhalber ernannt. Zu seinen Förderern gehörte der Berliner Neuphilologe Professor Dr. Ludwig Herrig und so ein Lob aus dem Mund eines renommierten Sprachwissenschaftlers. Das war der Humus, der Gustav Langenscheidts ehrgeiziges Unternehmen gedeihen ließ. Besonders viel Ehrgeiz steckt Langenscheid in ein enzyklopädisches deutsch-französisches Wörterbuch, für das er die bedeutenden Romanisten Karl Sachs und César Villat gewinnen kann. Die Vollendung einer 1891 begonnenen deutsch-englischen Enzyklopädie erlebt Gustav Langenscheid nicht mehr. Er stirbt am 11. November 1895 im Alter von 63 Jahren nach dem tod des vaters übernimmt karl georg langenscheid das unternehmen das dann bis 2013 in familienbesitz bleibt